Hallo Fußballfreunde, willkommen zu einem neuen Video. Und heute geht es weiter mit Schalke im Karrieremodus und es geht in Europa League weiter gegen Sevilla. Was es auch kurz zu sagen gibt, dieses Video wird unterstützt von OneFootball sowie auch meine anderen FIFA 19 Videos. Also eine Fußball fürs Handy, die wirklich alles rund um den Fußball umfasst. Falls du noch nicht kennst, schau gerne in der Videoschranke vorbei. Genau dort findest du direkt den Link zur App. Aber jetzt geht es erstmal um Schalke 04 und den Karrieremodus. Wir haben ja zuletzt das System noch einmal umgestellt auf ein 3-1-4-2. Wir haben Sevilla im Hinspiel 4-1 geschlagen, gegen Bremen unentschieden gespielt. Heute könnten das zwei sehr entscheidende Spiele werden. Wenn wir gegen Sevilla unentschieden spielen oder gewinnen oder niedrig verlieren, sind wir weiter. Das sollte möglich sein. Dann geht es zu Hause gegen Leipzig. Also mein Ziel ist wirklich, beide Partien zu gewinnen. Und genau das ist ja auch die Herangehensweise für heute. Ich würde sagen, wir rotieren auch heute nochmal ein bisschen. Wir geben Konoplyanka die Chance von Anfang an. Dadurch Neres auch heute wieder auf der Bank, weil wir eben ja heute durchaus mal rotieren können. Weil eigentlich ja sind wir ja weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir uns das nochmal nehmen lassen. An Verteidigung rotieren wir heute auch nochmal ein bisschen. Da heute Sané, Naldo, Nastasic, Caligiuri rechts, Harit, Rudi, das passt auf jeden Fall. McKennie kommt dann heute nochmal rein. Der Rest in der ersten Elf passt auf jeden Fall soweit. Nehmen wir nochmal Skripski mit auf die Bank. Ebenso vielleicht einfach mal ein Sascha Rita. Und dann können wir auch schon in die Partie hineingehen, in FC Sevilla. Und jetzt sind wir also in der Felditz Arena. Europa League. Achtelfinale, Rückspiel. Hinspiel 4-1 Sieg. Also Jungs, wir gehen das hier ernsthafterweise natürlich an, aber wir wissen natürlich auch, normalerweise müssen wir das nur noch über die Bühne bringen. Trotzdem, wie gesagt, das Ziel, das Ding hier heute zu gewinnen. Wir haben Anstoß und das Spiel läuft somit. Also heute natürlich auch mal die Chance für Spieler wie Konoplyanka, wie Burgstaller, vor allen Dingen auch für Burgstaller, sich zu zeigen, sich zu beweisen für die nächsten Wochen. Aber natürlich trotzdem, heute ist ein gutes Ergebnis, ja, erforderlich. Burgstaller, sehr gut gespielt, Amina Reed, der mir auf der Position sehr gut gefallen hat. Zuletzt McKennie. Und Rudi. Oh, und das hat sehr gut gespielt. Quincy Promise. Mit dem Abschluss. Kein Problem für Fährmann. Heute mal Mendil auf der Linksverteidigerposition, auch wenn es Max zuletzt zum ersten Mal richtig gut gemacht hat. Vor allem auch endlich mal offensiv was gezeigt hat. Nun also mal Hamstam Mendil, der hier geschickt wird und fast noch dran gekommen wäre. Und Burgstaller, sehr gut gespielt. Und Konoplyanka. McKennie. Hamstam Mendil, Hamstam Mendil. Ja, er kann es mal probieren. Warum nicht? Abstoß. Und Fährmann gegen Bremen gepatzt nach dem Eckball. Hier souverän zur Stelle. Caligiuri, der auch sehr stark war zuletzt. Aber auch Alessandro Schöffert gegen Bremen im rechten Mittelfeld sehr gut funktioniert. Harit, Konoplyanka. Sebastian Rudi. Nochmal Konoplyanka. Und Simon Kier, ehemaliger Wolfsburger, mit dem langen Ball. Aber den holen wir uns natürlich mit Naldo. Harit. Also dafür, dass Sevilla hier 4 Tore braucht, beginnen sie ja relativ zaghaft. Ah, Sané kommt da nicht ran. Und da ist die Chance! Und Promise bringt Sevilla in Führung. Gerade gesagt, die machen ja gar nichts. Und dann das Sané. Kein gutes Stellungsspiel. Dann ist Promise frei. Macht es dann natürlich auch klasse. Und muss man so klar sagen, Sevilla braucht aber noch 3 weitere. Harit, Konoplyanka, Burgstaller, Burgstaller. Rudi, Burgstaller, Harit.
Und McKennie nimmt Mendil mit. Flanke ist sehr gut. Burgstaller, Burgstaller! Eckball und Ecken können wir. Caligiuri. Und er kommt gut hinein. Tor ist noch leer. Nastasic. Ah, mit Arid kommen wir da nicht ran. Promise. Caligiuri dazwischen. Arid dazwischen. Und somit Einwurf. Nolito mit der Flanke. Nastasic. McKennie kommt nicht ran. Abschluss gibt's. Also Sevilla traut sich jetzt ein bisschen mehr hinten raus. Aber auch noch nicht so, dass wir Gefahr haben, das Ding hier noch aus der Hand zu geben. Sarabia, Jesus, Navas. Und Arid, sehr gut. Sané, erstmal raus damit. Caligiuri. Und Sebastian Rudi. Und links geht Hamsha. Mendil, den hat er noch. Ah, schade. Aber den haben wir mit McKennie, mit Mendil. Und Rudi auf Arid. Guter Pass und dann auch sehr gut weitergeleitet. Und Burgstaller, Burgstaller! Mendil. Konoplyanka, Burgstaller. Und Caligiuri. Und Sebastian Rudi. Ja. Probieren kann man es ja. Pause ist hier. 0:1 liegen wir zurück. Aber alles noch kein Problem. Wenn man es einfach mal so salopp sagen möchte. Wir haben noch ein bisschen Vorsprung. Also wir wechseln jetzt, bringen Skripski für Mendil, der mir nicht so gut gefallen hat. Deswegen sagen, machen wir es jetzt auch mal ein bisschen offensiver. Sevilla hat Anstoß. Zweite Hälfte läuft somit. Also wie gesagt, ich will das hier weiterhin positiv gestalten. Auch mit dem System und heute, ja, eigentlich einen Sieg holen. Klar, wir werden nicht alles dafür riskieren. Aber natürlich ist es heute das Ziel. Naldo mit dem Bock und da ist die Chance. 2-0 und es war wieder Promise und es war wieder unnötig. Meine Güte, Naldo. Was macht er denn da? Wie spielt er den? Und dann, ja, muss den Promise nur noch an Fährmann vorbeibekommen und macht das sehr, sehr stark. Mann, Mann, Mann. Aber trotzdem, ich glaube immer noch nicht, dass das für uns gefährlich wird. Da wir auch immer für einen Tor gut sind. Und jetzt haben wir die Chance. Caligiuri, scharfe Reingabe. War eigentlich sehr gut gedacht. Aber für Rudi, ja, den kann er nicht verwerten. Boah, sehr gut spielt Nolito. Boah, gefährlich. 3-0. Sarabia. Und jetzt sind sie doch wieder dran. Was ist denn hier los? Haben wir das jetzt doch zu locker genommen? Man hat natürlich überragend gespielt. Weltklasse Abschluss. Fährmann chancenlos. Pablo Sarabia lässt Sevilla offen und uns bangen. Also, aktuell rettet uns noch die Auswärtstorregel. Wenn Sevilla hier eins macht, brauchen wir eins für die Verlängerung und zwei fürs Weiterkommen. Also jetzt sollte man wirklich aufpassen. Jetzt wird es wirklich nochmal spannend. Was ich niemals gedacht hätte. Skripski zieht in die Mitte. Steven Skripski! Eckball. Und ich sage es gerne nochmal. Ecken können wir doch. Caligiuri. Der kommt gut hinein. Und Arid. Ein Ticket zu spät dran. Langer Ball auf Promise. Also wir müssen hier gerade wirklich aufpassen. Naldo holt sich die Kugel. Nein, holt er sich nicht. Flanke kommt. Nastasic. Sané. Ja, jetzt presst Sevilla auch mal. Naldo. Sehr gut hinten rausgespielt. Rudi hat jetzt mal Raum vor sich.
Konoplyanka. Caligiuri, gute Flanke, Arid. Ja, wenn wir ein Tor machen, wird das die ganze Situation noch ein bisschen auflockern. Eckball, Caligiuri. McKenny! Oh, und er pfeift das ab. Noch 20 Minuten. Es ist eine angespannte Situation oder Atmosphäre in der Arena. Das merkt man. Man weiß gerade nicht, in welche Richtung das hier gehen wird. Wir müssen hier sehr, sehr gut aufpassen. Achtung. Wieder Sevilla, wieder gefährlich. Sané muss hin. Sané ist da. Wichtig. Salih Sané. Eckball, Sarabia. McKenny. Skrzypski. Konoplyanka, sehr gute Idee gehabt. Nochmal Skrzypski. Auch das ist sehr gut gemacht von Steven Skrzypski. Caligiuri. Braucht zu lang. Hat aber auch nicht wirklich viele Möglichkeiten. Und jetzt müssen wir aufpassen. Muriel Banega, der schon im Hinspiel getroffen hat. Sebastian Rudi, sein 4-1 aus dem Hinspiel, rettet es aktuell. Konoplyanka, Skrzypski macht mit. Steven Skrzypski. Gut gemacht, Burgstaller. Komm nicht ran. Boah, der ist sehr gut gespielt. Der ist sehr, sehr gut gespielt. Promise. Es erinnert gerade an das Spiel gegen Moskau in der Champions League Gruppenphase, wo wir einen guten Vorsprung hatten und den noch verspielt haben. Hoffen wir mal, dass wir heute einen anderen Ausgang haben. Muriel. Caligiuri, gutes Timing. Einwurf kommt. Achtung, gefährlich! Fährmann! Und 4-0! Und aktuell sind wir raus. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. 4-0. Wir verspielen den Vorsprung. Schauen wir nochmal drauf. Klasse Flanke, dann Fährmann einmal überragend. Aber Promise schaltet schnell und nun müssen wir alles nach vorne schmeißen. Noch irgendwie eine Chance zustande bekommen. McKenny. Burgstaller, nicht gut gespielt. Es gibt 3 Minuten Nachspielzeit. Wir brauchen irgendwie den Ball. Promise. Quincy Promise. Flanke ist gut. Die Chance und Fährmann und weg damit. Embolo, Burgstaller. Embolo ist durch. Embolo ist durch. Brill, Embolo, Embolo! Und das ist die Verlängerung! Oh! Was ist das für ein Spiel? Brill, Embolo, im echten Leben Chancentod! Und hier macht er das Tor! Und das ist ganz, ganz wichtig! Brill, Donald, Embolo! Rettet uns nach einer katastrophalen Leistung in die Verlängerung. Boah. Also ich hätte Wetten auf sehr, sehr viel gesetzt, dass uns das nicht passieren wird. Dass uns das nicht nochmal passieren wird, wie schon gegen Moskau. Dass wir den komfortablen Vorsprung aus der Hand geben. Es ist uns passiert. Und wir haben sehr, sehr viel Glück gehabt, dass wir dafür noch nicht bestraft werden. Jetzt ist die große Frage, wechseln wir nochmal? Und wenn ja, wie? Neres ist offensiv. Mbabu für die Defensive, Mentaleb fürs Zentrum. Also ich würde sagen, wir lassen es erstmal noch dabei und gucken, wie sich das Ganze hier entwickelt. Wir spielen jetzt natürlich wieder defensiver. Denn alles andere ist jetzt, ja, zu krass. Wir müssen natürlich auch erstmal aufpassen hier. Jetzt erstmal wieder ein bisschen auf, ja, Nummer sicher gehen. Ja, natürlich jetzt auch mit Embolo, ein Stürmer vorne drin, der übers Tempo kommt, wie wir gerade Gott sei Dank sehen durften. Und über den vielleicht auch noch, ja, was laufen kann. Caligiuri spielt das sehr, sehr gut mit Harit.
Burgstaller und Skripski geht, wenn wir den ein bisschen besser spielen. Dann kann Skripski hier allein auf Waschlik zulaufen. Promise. Was der aber jetzt auch immer noch für eine Ausdauer hat. Das ist überragend. Oh, Fährmann. Und macht Sevilla hier ein Tor. Brauchen wir noch zwei weitere. Und das wäre in der Verlängerung praktisch unmöglich. Embolo läuft allen davon. Embolo! Der ist abgefälscht und drin! Brele Embolo! 5:2! 4:2! Wir führen ja gar nicht. Brele Embolo! Marschiert! Es kommt keiner hinter ihm her! Dann kommt der Schuss abgefälscht vom Gegner und dadurch zählt das Tor. Denn Burgstaller wäre im Abseits gewesen. Und dadurch auch unhaltbar für Waschlik. Und das ist das Viertelfinale. Und es gehört ganz allein aktuell Brel Embolo. Ah, Harit. Nicht wirklich gut gespielt, aber trotzdem, wenn Sevilla hier ein Tor macht, dann brauchen wir auch wieder eins. Und das ist kaum machbar. Simon Kjær, Caligiuri weg damit, Burgstaller weg damit. Embolo, sehr gut gemacht. Nochmal Seitenwechsel hier. Was für ein irres Fußballspiel. Und da lohnt es sich, Europa League zu gucken, wenn man sowas erleben darf. Aber wir gehen in die Verlängerung, in die zweite Hälfte rein, ohne Wechsel. Es geht weiter. Also klar, wenn wir hier ein Tor machen, noch ein weiteres Tor machen würden, wäre es eine Beruhigung. Dann würde ich auch wirklich sagen, sind wir weiter. Aber aktuell, nein. Dafür hat Sevilla einen zu starken Promise und auch andere Akteure, die das Ding hier noch, ja, kippen können. Aber wir haben eben ein Brel Embolo. Und wenn du so einen von der Bank bringen kannst, der uns im Alleingang rettet, der uns im Alleingang in Führung bringt, dann hast du ein starkes Team. Aber jetzt müssen wir gemeinsam verteidigen, irgendwie den Ball vom Tor weghalten und vor allen Dingen auch von Promise weghalten. Achtung, abgefälscht! Ah, Fährmann. Naldo, Salé, Rudi, Harit, Embolo. Sehr gut hinten raus kombiniert. Skripski, nochmal McKenny, nochmal Burgstaller und Caligiuri. Der kann keinen Meter mehr laufen, aber hier haut er sich nochmal rein. Und den Kopfball müssen wir uns holen. Sané, Rudi. Oh, nicht gut gespielt. Das ist unnötig. Was machen wir denn da? Silva, der ist frisch. Gegen Naldo. Oh, er gibt Elfmeter. Er gibt Elfmeter. Das gibt es nicht. Ich wollte den Ball zurückspielen mit Rudi. Und dann der Bock und dann kommt Silva. Oh, ja, aber... Oh. Was ist das für ein Spiel? Und wir wechseln nochmal kurz Bentaleb für Harit. Oh, wir müssen ihn irgendwie halten. Promise. Gegen Fährmann! Und Fährmann hält! Und Fährmann hält! Und jetzt pfeift die Kiste ab! Jetzt pfeift die Kiste einfach ab! Und da ist der Abpfiff! Das beste Spiel, was wir jemals bislang bei FIFA erlebt haben. Das gibt es nicht. Quincy Promise. Überragende Partie. Er hat 3 Tore gemacht. Und am Ende ist er zum Glück an Fährmann gescheitert. Aber nicht nur die Geschichte. Auch Brel Embolo. Überragend. Was wir für Böcke hinten drin hatten. Wir waren uns zu 200% sicher vor der Partie, dass wir das locker machen werden. Denkste. Boah, also Entschuldigung für manche, die jetzt vielleicht Ohrenschmerzen haben, aber Jungs, mal ehrlich, das musste doch jetzt sein und das war überragend. Und ganz im Ernst, das Spiel ist aktuell auf einer so hohen Skala. Das Spiel gegen Leipzig gibt es in der nächsten Folge. Meine Stimme ist gerade ein bisschen fertig. Also, es hat richtig Spaß gemacht, diese Partie. Es war wirklich
ganz, ganz eng. Wir hatten natürlich auch Glück gehabt. Durch die Einwirkung von Embolo hatten wir nochmal 2 Tore. Die haben uns so den Arsch gerettet, auf Deutsch gesagt. Wir hatten einen Fährmann, der nicht gut aussah bei den anderen Gegentoren. Beim Elfmeter überragend. Ich wollte eigentlich in die linke Ecke springen, habe ich aber irgendwie bei Neres einen Blick so ein bisschen, ach bei Neres, bei Promise, den Blick ein bisschen nach rechts gelegt. Ich dachte so, komm, dann springst du jetzt nach rechts, was du eigentlich nie machen würdest. Und dann ist es gut gegangen. Also, wir wurden endlich belohnt von unseren Einsatz. Das hat mich wirklich extremst an das Spiel gegen Moskau erinnert. Ein bisschen auch an letztes Jahr bei FIFA 18, an das Spiel gegen Juventus, wo wir aus der Champions League rausgeflogen sind. Zum Glück konnten wir dieses Mal das Ausscheiden vermeiden. Und jetzt wirklich, ich will diesen Pott wieder nach Gelsenkirchen holen. Ich will wieder UEFA Cup Sieger werden. In diesem Fall natürlich Europa League Sieger. Ich will das Ding nach Gelsenkirchen holen. Ich hoffe mal, dass wir es gemeinsam machen werden. Dass wir gemeinsam wieder Titel holen werden. Und ich würde sagen, heute, das war ein Riesenschritt dazu, wieder Eurofighter zu werden. Gut 20 Jahre danach. Es hat richtig Bock gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.